Ja, willkommen. Mein Name ist Dani Welt und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Oh, guck mal da, eine Expertenmission. In der letzten Folge haben wir uns neue Meister gesucht und heute werden wir, weiß ich noch nicht genau, was machen. Vielleicht Parallelquests, vielleicht machen wir einige Meister hier, die ich schon abgeschlossen habe. Ein bisschen weiter. Also, wir improvisieren ein bisschen. Wenn euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Dankeschön. Und wir gehen jetzt da rein. Ich verwirre irgendwie die Voraussetzungen hier. Team TP erschöpft. Kommt Charakter im anderen Dimensionsziel nicht zum Team. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht, aber gehen wir mal rein. Weil warum nicht? Und nehmen wir Dingens. Natürlich. Mich. Ich werde wahrscheinlich. Ach ja, übrigens, das Maximum Level wurde irgendwie hochgeschraubt, habe ich so ein Gefühl. Muss man irgendwie zum Oberältesten gehen, der Namekianer. Und ja, halt nicht. Irgendwie wird das erhöht auf 85 von 80. Und ich werde auf jeden Fall meinen Charakter noch mal die Punkte neu verteilen lassen irgendwann. Also am Ende ist ja noch sehr unausgeglichen hier alles machen. Wäre ich wahrscheinlich sehr viel auf Grundangriff und so gehen. Könnt ihr mal aufhören, den die ganze Zeit durch die Gegend zu boxen? Was macht er jetzt? Ich tue mal meinen Super Destruction jetzt ausprobieren. Haben wir noch getroffen damit? Willst du mich verarschen? Das ist bis jetzt noch gar kein Problem. Ja, ich glaube, ich tue die beiden Angriffe von C18 reinpacken. Oh, Super Destruction, das ist, glaube ich, doch, spricht die Abwehr, oder? Ja, die Boxen gehen hier die ganze Zeit durch die Gegend, muss eigentlich gar nichts machen. Nein, jetzt werden wir durch die Gegend geschleudert, oder? Gleich den gerade so. Oh nein, ich bin das Ding. Ich bin jetzt irgendwo anders drinnen, ne? Irgendein anderen Gebiet, glaube ich. Willst du denn? Jetzt habe ich mich nicht zurückverwandelt, ey. Was? Oh mein Gott. Tschüss. Ja, lieber mal irgendwo anders kämpfen aus einem Himmel. Ja, okay, wenn man nicht einen Affen kämpft, dann ist man anders. Hey, da ist so ein Ding. Muss man, glaube ich, kaputt machen. Cropment ist wieder ein. Da bin ich meine Ultimate. Wow. Da, warum zu denen sein Ultimate so viel abziehen? Ja, okay, ich habe nichts in Super Angriff gemacht. Wenn ich wahrscheinlich alles auf Super Angriff draufballern würde, dann würde ich viel stärker sein in einigen Gebieten, aber was soll's. Da brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche keinen Schlag Super Angriffe. Weil ich doch weiter erstmal so ausgeglichen hochleveln. Ja, das muss so ein Teil. Zwei Jahren gefehlt, ehrlich. Lass dich treffen. Also wir kommen uns irgendwie mehr in die Quere, als wir uns irgendwie helfen, habe ich das Gefühl. Ich zeig den Vogel. Ah! Setze ich jetzt hier nicht so eine Schwierigkeit. Der ist schon, der wird von den Computercharakteren leicht kaputt gehauen. Zum Glück war ich verwandelt die ganze Zeit. Jetzt kommt schon wieder so ein Typ.
Ja, wie Bruce Lee, der Typ. Oh, yeah. Wieder einer. Jeff gehen. Hört EFG, HJ, KM, LP. Boah. Meiner. Wurf, wurf. Hey, den wollte ich kaputt hauen, Mann. Den jemand anders einen bei Oma gegeben. Ach ja, ich wollte ja mal im Shop nachgucken. Wegen Z-Münzen oder so, wie auch immer die Dinge heißen. Ich vergesse das andauernd. Aber ich muss ein paar Expertenmissionen machen, um Dingens hier bei Mr. Satan weiterzukommen. Also hier bei Mr. Satans Haus, Mr. Satan, nicht mein Meister Satan. Ich hab den Angriff bekommen, oder? Ja. Der nächste wäre da oben. Da war ich da schon. Naja, war ich schon, da weiß ich. Da unten ist der nächste. Ich fliege ja nirgendwo gegen. So, was wollte ich jetzt im Set-Shop? Wollte ich mal nachgucken. Ich glaube, das ist immer nur freitags, oder? Zeigen wir mal. Klappt das? Yay! Warte mal, ja, ich habe Krieg ja andauernd irgendwelche Sachen. Erstmal Klamotten. Nee, so von cooler so ein Typ. Red Rim Armee, ich will mal Zeitpatrouille haben. Heldenanzug, Schildkröte. Hm, das sieht doch nicht schlecht aus. Hier kann man sogar färben. Den werde ich so was von bei den Great Saiyaman Missionen anziehen. Sehr cool. Zeitsoldaten-Logo-Anzug. Oh. Oh ja. Alle Zeitsoldaten Sachen. Was warte ich schon mir alles direkt. Genug Dinger. Warum habe ich hier von zwei, was? Oh, ich habe zwei davon geholt. Ne? Davon auch, was? Hatte ich die schon? Ja, was soll's. Kommen die ja locker wieder. So, jetzt habe ich schon mal alle Klamotten hier. Aber noch hier Zabons Reif, der Trucker von C13. Zeltskopf. Goku. Ich habe ja ein Schwert, der Kraftstab, muss Roshis Bart, Roshis Brille. Kann ich Landschaftsbarocke anziehen? Nein. Ach so, okay. Super, sehr, was haben wir denn hier alles? Mit Ausdauer, immer beschleunigt die Kapsel wiederherstellung, kürzt wieder die Zeit. Versteckt geladene Key-Explosion, super, sehr, verstärkt normal Angriff. Also unter. Mal wieder. Eine aufgeladene Key-Explosion. Bei Kampf werden verdoppelt die anhaltende Summe von Sandy. Das ist aber was nicht schlecht sein könnte. Ah, cool. Fähigkeiten. Namek-Finger, was? Ja, wenn du die Taste jetzt die Effekte des Moves sind je nach speziell unterschiedlich. Urknall kann man ja, what? Wenn du ein Feuer in die Kamera haben, müssen da außer um sie abzuweilen, während du Schaden leidest. Was? Mal lass mal erstmal.
Diese Klamotten, die sich bei den Great Cyberman Quests an. So. Liegt jetzt ja schon mal zu den Dingen, wo ich das gar nicht machen wollte, vielleicht. Lass mal da gucken, was da für ein Ding. Was da für ein Gegner. Nochmal Expertenmissionen, jetzt wo wir schon dabei sind. Weißt du, mein Son Goku. Der ist ja nackt. So, ach, ein Wehraffe. Offline. Ein Wehraffe. Bitch, please. Wie mache ich doch locker platt? Oh mein Gott. Ah, schön. Aber da wird nichts unter 50 Part mit diesem Projekt. Mein Gott, der Boden. Das ist Vegeta. Ah, ich teleportiere mich gar nicht. Sehr gut. Ja, die Werfen sind nicht bisher die einfachsten Gegner, finde ich. Dann machen wir das so. Also geht er da auch. Was ist das? Puff. Nein. Oh nein! Hier bleibt nur so kurz. Ah. Die Werfen, die sind doch gar kein Problem, ey. Sehr. Au, oh Gott. Aber wenn ich getroffen werde, dann gibt es Probleme. Hey Gott, jetzt haben sie alle rein. Doof, 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 das zieht nichts ab. Ja, jetzt Ohrknall kam mir ja ein. Und weg ist er schon. Oh, das war voll ich. 4 Minuten oder so. Ausgezeichnet. Alle bejubeln sie mich. Boah, du bist der größte Garnier. Boah. Ist auf Platz 1. Ich gehe schon wieder voll viele Dinger hier. Ich habe die Dinge jetzt auch schon bekommen. Sehr gut. Wenn ich es nicht tue, wer dann? Wer ist das? Ich erkenne das nicht. Ja, für Aufnahme erkenne ich dann auf jeden Fall nicht. Ich gucke so drüber zu meinem Bildschirm. So, ich habe schon 10 Dinge ins Expertenquest, oder deswegen habe ich das bekommen. Ne, 7. Der Freezer ist immer noch nicht ganz befriedigt. Aber weiter. Da irgendwo ist eine aufgetaucht. Da oben. Da, ich zeige mit meinem Finger drauf. Seht ihr es? Ja, Broly ist noch irgendwo übrigens als Ausbilder. Sollte ich vielleicht mal suchen. Oh, was soll's? Warte, da. Da. Oh, das ist die, die wir schon hatten. Ja, warte mal, denn da. Lass mal hier auf. Was? Sonnenbrille, okay. Ja, wenn ich manchmal stehen bleibe, einfach so, dann gucke ich so kurz auf meinen Bildschirm, auf meinen Computerbildschirm.
Ich habe ein paar Sekunden hinterher hängt. So, Rückkehr des Getty-Stern. Todesmeteor. So, bis jetzt ist das noch relativ chillig. Aber wird bestimmt knüppelschwer irgendwann. Der riesengroße Vorteil ist hier, dass man verdammt viele Mitstreiter noch hat. Das macht das Ganze extrem einfach. Also solange jetzt nicht irgendwann ein Gegner auftaucht, der uns wirklich so fast one-hittet, dann weiß nicht, was daran schwer sein soll. Deadwish Danny. Passage schon verwandeln sollte. Oh, hi! Er kommt direkt auf mich. Mal den langen Balken von denen. Oh, oh nein, das was? Was? Warum ist ein Ding auftaucht? Muss da irgendwie einen Grund haben. Jetzt wird er wütend. Oh, und den hier. Ich werde auch, wir kämpfen mal irgendwo anders. Wir kämpfen mal auf Name. Oh, ein schöner Tapetenwechsel. Na, du bist Level 45 und die sind alle Level 6. Pff. 76, genauso wie ich. Ja, von meinem Level ab oder was? Ja, ey. Alter, wo geht denn der hin? Fressstart! Wollen wir jemand helfen? Ich weiß nicht mehr, was ich da machen muss. Boah. Das wird, glaube ich, gut. Oh Gott. Boah. Das geht voll die Zeit aus, Mensch. Wieso haben wir nur noch eine Minute? Hallo, warum haben wir denn... Ich glaube, irgendwas muss ich da machen hier in diesem einen Gebiet. Irgendwie das Gebiet wechseln, glaube ich, ne? Ja, irgendwas stimmt ja nicht. Oder lag das daran, dass das Ding auf den Bogen geknallt ist? Okay, das schafft man nicht. Wo ist das Teleportationsding? Wenn wir da muss man machen. Ich habe so ein Gefühl. Schaffen wir jetzt sowieso nicht mehr. Unser Teleporting. Ja. Ich meine, ich vorstelle, dass irgendwie so, weiß ich nicht. So sein muss. Ja, irgendwas habe ich auch falsch gemacht. Da habe ich schon früher eingehen sollen. Okay, machen wir nochmal. Ich habe von hier aus neu starten können, verdammt. Ah. Hey. Muss man auf die Zeit achten. Na. Ich habe Zeit mit Fragezeichen. Okay. Machen wir das Ganze noch mal. Diesmal richtig. Richtig. Ist richtig. Weil irgendwas stimmt da nicht. Weil ich vorstellen hatte, dass so wenig Zeit übrig war. Und wir kriegen ja schon extrem viel Schaden durch diesen einen Superangriff von denen. Also glaube ich nicht, dass das auch daran liegen kann. Jetzt haben wir 3 Minuten, was?
Ja, von Anfang an so wenig Zeit. Muss irgendwann mit der Capsule Corporation zu tun haben. Los, komm. Mein Ding wird ja noch nicht umsonst irgendwie aufgetaucht sein. Ja. Jetzt ein und hau den anderen Metallcooler kaputt. Willst du hoffentlich bringen, ne? Jetzt erklärt ihr mir mal, warum ihr mir alle gefolgt seid. Ja, nein. Was? Den muss ich erledigen. Ja genau, haut den kaputt und haut ihn nicht die ganze Zeit durch die Gegend. Boah. Boah, 30 Sekunden ist ein bisschen wenig. Ich soll ich abschätzen. Da bekomme ich irgendwann 15 Sekunden. Weil es, wir kamen sowieso schon irgendwie merkwürdig, weil wir gegen nur einen Cooler kämpfen müssen, gegen einen Metallcooler. Aber es hat doch den seine Masche, ja, mit ganz vielen Doppelgängern zu kämpfen in seiner Metallform. Einfach so lange kaputt, bis wir 15 Minuten haben. Natürlich ein bisschen dauern jetzt, aber was soll's. Ihr habt da Zeit, ne? Der große Ghetto-Stern lässt sich den Tod trotzen. War halt auf den die ganze Zeit durch die Gegend zu kicken. War den kaputt oder... Boah. Gut. Jetzt krieg ich 40 Sekunden immer, okay. Ja, sieht schon besser aus. Und zack. Ja, da ist diese eine super Segel vielleicht einsetzen sollen. Ich glaube 10 Minuten reichen ungefähr, ne? Ich wollte sagen, du hast mich nicht zum letzten Mal gesehen. Ich würde sagen, du hast mich zum letzten Mal gesehen. Dann wärst du ja tot. Die Musik, ey. Ich bin so bekannt vor irgendwie. Aber ich brauche immer mehr Zeit. Boah. Sowieso leicht zu Ende der Part, also wenn wir euch auf 15 oder so gehen. Hey, was geht? Na, Frieza, erste Form, was? Was machst du denn hier? Omotta yori ganbarimasu ne. Shikashi, mada watashi ni wa katemasen yo. Okay, gut. Wir haben jetzt genug Zeit. Wird aber reichen. Sie hat währenddessen hier irgendwie randaliert oder was? Und einfach nur Blödsinn auf uns gewartet. Wow. Boah. Ja. Ich hole die Attacke von C18 lieber rein. Mein Gott.
Oh, die ehemalige Gegend, ich mach mal weiter. Und lad mich ja auch. Ja. Meine Metallgefühl, ihr Fach, ey. Oh. Das ist aber auch nicht treffen von mir. Nein, seine Supernova. Hilf mir einer. Ich weiß nicht, wie man das macht. Okay. Komm her. Mein Gott. Oh, jetzt war's ja doch drin, oder? Ja, besser, die Pisse hauen den die ganze Zeit weg, da geht mir so auf den Nerven. Was ich noch nie im Leben treffen. Ich bin gerade mitten in der Kombo und die hauen den mittendrin weg. Komm schon, das soll noch in den Party unter 30 Minuten gehen. Ich habe fast gewonnen. Nein, ich hatte nicht frei. So, das war ich noch nicht losgehen, Mann. Da bist du. Freezer ist viel cooler. Und cooler ist Freezer. Ja, eben. So, oh mein Gott. Wer gesagt? Ich bin die Nummer 1. Ich habe ein Level up. Das ist schon wieder aus, als hätte ich irgendwas mitgedrückt. Ich krieg schon wieder Zähnemünzen zurück. TP, Time. Keine Ahnung. Zeitmünzen. Weiß ich. Keine Ahnung. Okay, gut. Wir aufleveln. Machen wir noch ganz schnell. Dinge haben wir auch direkt bekommen, die Attacke. So muss das. Das lasse ich mal auf Eis jetzt. Oder? Nur mal Grundangriff hoch. Gut, dann will ich sagen, ich bin die Partner hier. Oh, da gibt was Süßes. Nein, verdammt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oh nein. Let's play Dragon Ball Xenoverse 2. Cooler Start. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Leg mich aber erstmal hin und sage dann Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ja.